Im Lausitz-Center Hoyerswerda ist am Donnerstag eine neue Ausstellung eröffnet worden. Der Traditionsverein Glück auf Schwarze Pumpe stellt darin unter dem Leitthema Braunkohle, die Lebensader der Lausitz, drei verschiedene Bereiche näher vor. So unter anderem die 50-jährige Wiederkehr der ersten Gasabgabe am Standort, der Weg von der Brikettfabrik zum modernen Veredelungszentrum, aber auch die aktuelle Entwicklung im jetzigen Industriepark. Die Schau ist bis zum 10. Mai im Bereich des ehemaligen Karstadt zu sehen.